Michel Gysin, wegen eurer Verletzung am Ende der letzten Saison, hat eure Vorbereitung sogar ein bisschen früher angefangen als sonst. Ist jetzt nach dieser langen Vorbereitung das Kribbeln umso grösser oder die Erleichterung, dass es endlich losgeht? Ja, ich glaube schon, dass man das so sagen kann. Vor allem, eben, es sind schon ein paar Monate mehr, wenn du seit Januar darauf wartest, dass das wieder in die Saison starten darf. Und ich glaube, es kommt jetzt genau im richtigen Moment, wo es vielleicht andere Jahre eher ein bisschen früh gewesen ist schon in Sölden. Und darum, ja, eben so ein bisschen die Nervosität ist ein bisschen grösser als andere Jahre, eben weil nach so vielen, nach so ein bisschen längerer Zeit. Aber darum, ja, ist auch die Vorfreude umso grösser. Und jetzt bin ich gespannt, was passiert am Samstag. Ist die Nervosität vielleicht auch ein bisschen grösser, weil die Erwartungen an euch selber ein bisschen höher sind? Ja, oder vielleicht auch ein bisschen ungewisser. Oder ich glaube, letztes Jahr, ja, eben, es ist ein bisschen schwierig zu sagen. Oder letztes Jahr bin ich ein sehr gutes Rennen gefahren und dieses Jahr kann ich nicht so einschätzen, wie es wird laufen. Eben, vor allem, weil das letzte Rennen schon wieder lang her ist und funktioniert es ein bisschen anders, wenn du wieder ins Renngeschehen eingreifst. Aber ich hoffe, dass es gut kommt. Ich habe ja inzwischen schon ein paar Jahre Erfahrung auf dem Buckel und darum bin ich gespannt, was passieren wird. Aus dem Training hört man sehr gut, was den Riesenslalom anbelangt, aber das ist schon seit längerem so. Manchmal ist noch die Frage, kann man es dann auch umsetzen ins Rennen, was in anderen Disziplinen ja hervorragend klappt, aber im Ries ist es manchmal scheinbar ein bisschen schwieriger in eurem Fall. Wisst ihr wieso? Ja, das ist eine sehr gute Frage, aber es ist glaube auch genau das, wieso die Nervosität auch ein bisschen grösser ist, oder? Weil ich auch weiss, dass es ein bisschen so ist, dass ich es bis jetzt im Riesen noch nicht zeigen konnte. Wir haben vor vier Jahren hat mein Coach mal gesagt, schau, im Riesen braucht es einfach noch 3 Jahre. Und ich glaube, letztes Jahr bin ich an den Punkt angekommen, wo ich hätte können, eben so mit den besten 15 von der Welt mitfahren. Ich habe dann auch das Top 15 gemacht, habe in Killington ein super Rennen gezeigt, abgesehen vom kurzen Aussetzer. Und ja, dann hat es leider einfach nicht mehr so für das Riesenslalom-Training gelangt, oder? Und dann ist halt, ja, dann mit der Verletzung ist die Saison eh vorbei gewesen. Und darum bin ich jetzt mega gespannt, ob ich das Jahr anbringen, ob ich es umsetzen kann in die Rennen. Ich glaube, es ist jetzt wirklich der Moment gekommen, um das zu machen. Und ja, eben das ist genau so ein bisschen das, wo die Nervosität ein bisschen vergrössert. Aber ich freue mich auf alle Fälle. Wenn man die ganze Saison anschaut, warten wieder sehr viele Renneinsätze auf euch. Die fahren draussen Parallelrennen. Alles könnte helfen, dass die Vorbereitung etwas länger war, dass auch die Basis da ist, um das durchzuhalten bis Saisonende. Absolut. Und vor allem eben Ausdauertrainingsmässig habe ich auch mehr gemacht das Jahr. Ein bisschen zwungenermassen, weil mit den Krücken kannst du sonst nicht viel machen, als 2 Stunden auf dem Hometrainer sitzen. Und ja, ich bin froh, dass ich das auch so durchgezogen habe, dass ich das genützt habe, die Zeit, wo sonst eben ein bisschen verlorene Zeit gewesen wäre, um eigentlich dort noch etwas rauszuholen. Und ich denke, das sollte mir hoffentlich ein bisschen mehr Luft geben hinten raus. Und ja, eben die Vorbereitung hilft sicher, wenn du wieder ein bisschen auch mit mehr Ruhe, mit ein bisschen mehr Zeit das Ganze kannst angehen kannst, dann setzt sich vielleicht das Training ein bisschen besser an. Und eben jedes Jahr, das dazukommt, merke ich auch, dann kommst du auch ein bisschen in einen anderen Rhythmus, oder? Und hast einfach auch ein bisschen ein anderes Level. Und darum, ja, ich denke schon, dass es wird helfen. Es ist eine Saison ohne Grossanlass. Das ist die Ausnahme im Skisport. Nur mal 4 Jahre hat man das. Ändert das irgendetwas? Ja, es sind nicht so wahnsinnig viele Fragen schon im Juni gekommen, ob man dann schon parat ist für einen Grossanlass wie in den letzten paar Jahren. Und ich finde es eigentlich mal noch cool. Vor allem nach diesen 2 unglaublichen Wettkämpfen, nach diesen 2 unglaublichen Grossanlässen mit der Heim-WM in St. Moritz und den Olympischen Spielen in Pyeongchang, wo für mich beide extrem emotional gewesen sind und auch gleich sehr, sehr eine grosse Sache. Ja, ist es auch schön, jetzt mal eine ruhigere Saison. Für mich vor allem als Allrounder auch ein bisschen weniger dichtes Programm, weil Olympia nimmt 3 Wochen in Anspruch. Und darum bin ich eigentlich zuversichtlich, dass es sehr interessante Saison geben kann. Ich hoffe, die Zuschauer sehen das auch so und verfolgen es auch, weil es wird das Jahr jedes Rennen genau gleich gewertet und am Schluss geht es um die Kugeln. Und das kann eigentlich eben die ganze Saison noch spannender machen.